So, da bin ich wieder heute mit Was ist IOTA? Ja, das habt ihr euch gewünscht. Danke nochmal für all die Kommentare. Voll cool von euch, dass ihr mir so folgt. Und ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Das nächste Video wird wieder ein Frage-Beantwort-Video, wo ich die besten Fragen highlighte, die ich bekommen habe. Falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare reinhauen. So, dann lasst uns mal starten. Also, was ist IOTA? Also, IOTA hat schon im Namen drinnen. IoT, also IOTA wird der Coin für IoT werden, also fürs Internet of Things, ja, also das Internet der Dinge. Was ist das Internet der Dinge? Das sind viele Sachen dabei. Also es ist Kommunikation zwischen Maschinen und Maschinen, zwischen Fahrzeugen, elektrischen Geräten, eigentlich zwischen allen Geräten, also zwischen allem, ja. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel der Kühlschrank, der die Milch automatisch nachbestellt, wenn sie leer ist. Ja? Also, aber das hat halt noch viele Anwendungsbereiche zum Beispiel wie Digital Identity, also dass du zum Beispiel deine digitale Identität einfach automatisch online über die Blockchain dann verifizieren kannst. Da gibt es also viele Anwendungsbereiche, wo das reinfließt. Und das Wichtigste daran ist, IoT braucht schnelle und kostengünstige oder kostenlose am besten Transaktionen. Und das will IOTA schaffen mit ihrem Token MIOTA. Ja, also einfach nur ein M dran. Das ist der Token. Also IOTA ist die Foundation. Die wurde 2016 gegründet. Hier ist das Team. Dominik Schiener ist immer noch sehr aktiv auf Twitter. Von den anderen zwei habe ich jetzt gar nicht so viel mitbekommen. Am besten den Leuten folgen. Wer ist auch sehr aktiv? Der Hans Mock ist auch sehr aktiv. Also ihr könnt es eigentlich allen folgen, wenn ihr tiefer ins Projekt eintauchen wollt. Folgt ihr einfach dem Team, die posten dann immer irgendwas. Genau. Ich glaube, es war sogar noch wer dabei. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob noch wer dabei war. Gut, also IOTA ist nicht die klassische Blockchain, wie ihr es kennt, sondern es liegt ein Tangle dahinter. Ja? Der Tangle ist nicht das klassische, ist nicht die klassische Blockchain. Ja? Ich werde euch den Tangle jetzt mal einblenden. Da seht ihr, diese Knoten sind keine Blöcke und auch keine Nodes, die Transaktionen validieren, sondern beim Tangle ist es so, dass jede Transaktion muss zwei weitere Transaktionen bestätigen. Und sobald genug Bestätigungen da sind, wird dann diese Transaktion ausgeführt. Also das seht ihr auch hier in diesem Netzwerk, das da wächst. Ja. Genau. Genau. Leider ist das System ein bisschen fehleranfällig. Deswegen gibt es diesen Coordinator, der ist momentan noch für die Sicherheit zuständig. Aber der macht das Ganze wiederum dann nicht mehr dezentral. Ja. Und das ist auch das, wieso die Investoren ein bisschen enttäuscht waren. Weil die den Coordinator bis jetzt noch nicht geschafft haben abzuschalten. Was aber jetzt mit dem nächsten Update sich anscheinend verändern wird, mit dem Chrysalis-Update. Auf das Chrysalis-Update werde ich jetzt dann gleich nochmal eingehen, also so mein Überblick, ich will nur vorher noch fertig machen. Also, sie wollen halt neue Datenstreams freimachen, ja, und auch, dass du Daten sicherst und für Daten auch Geld kriegst, ja, so, also wie Oracles, also ähnlich wie Chainlink. Chainlink mache ich dann ein eigenes Video dann noch. Genau, ohne Gebühren wollen sie das Ganze machen. Das habe ich gesagt, das ist auch dann wichtig fürs IoT-Netzwerk, wenn sie das dann mit ihren Partnern aufbauen. Die Partner werde ich euch jetzt hier mal kurz einblenden. Also IOTA hat auch schon extrem viele Partner, ja, in verschiedenen Bereichen und Affiliates und ja, etc. Gut, dann weiter. Genau, sie wollen sozusagen das Grundgerüst, also die Struktur vom IoT bilden. Das habe ich eh gerade erklärt, was. Und halt damit eine Maschinenwelt sozusagen ermöglichen, die sich gegenseitig austauschen kann. Ja? Also ein Maschinenhandel sozusagen auch, dass die Maschinen untereinander handeln können. Den Tangle habe ich euch eh gerade eingeblendet. Was die Vorteile des Tangles sind, es ist halt schnell erweiterbar. Es braucht nicht viele Ressourcen, keine Transaktionsfees, es sind schnelle Transaktionen, es könnte Quantum Secure sein. Also mit dem neuen Chrysalis Update, darauf gehe ich jetzt dann ein, könnten sie auch diese Quantum Security einführen, was sie wahrscheinlich machen werden.
Glaube ich mal. Ich bin halt nicht so tief im Projekt drinnen, deswegen weiß ich es nicht zu 100%. Ja, also falls ihr es wisst, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja. Also ihr seht hier auf der Grafik, es hat viele Anwendungsbereiche, Smart Cities, globaler Handel, digitale Identity, wie gesagt, das habe ich schon. Also der soziale Aspekt kommt auch noch dazu. Ja. Gut. Machen wir weiter mit dem Chrysalis-Update, ja? Was wird da jetzt abgedatet? Eigentlich wird ein komplett neuer IOTA-Coin gemacht, ja? Das funktioniert gleich, als erste Frage wird kommen, muss man dafür irgendwas machen? Also wenn ihr die Coins einfach auf der Exchange haltet, müsst ihr es nichts tun, dann wird das einfach von der Exchange meistens erledigt, wenn sie den Fork unterstützen sozusagen. Es ist eigentlich ein Fork, weil eigentlich wird ja ein neuer Coin gemacht, ja? Die Adressen werden sich dann dadurch auch ändern, also die IOTA-Adressen werden sich dann dadurch auch ändern. Falls ihr IOTA da auf einer Wallet liegen habt, müsst ihr schauen, ob die Wallet die Migration unterstützt. Ja? Ansonsten einfach auf die Exchange schicken für die Zeit oder auf die IOTA-Wallet. Ja? Bei dem Chrysalis-Upgrade wird alles abgegradet, also das ganze Hauptnetzwerk, also das ganze Mainnet, alle Wallets, also alle verbundenen Wallets, die zu IOTA halt gehören, die Node-Software und die Libraries, also alle Datenbanken. Ja? Also eigentlich verbessern sie das ganze Core-Protokoll. Ja? Und von dem jetzt im momentigen System wechseln sie auf UTXO. Ja? UTXO ist nichts Neues. Das ist zeitbasierte Transaktionen. Ja? Was dieses Chrysalis-Update dann jetzt ermöglicht, ja? Also kurz um das kurz und knackig zu sagen, ja, weil jetzt ist es schon vielleicht ein bisschen kompliziert geworden. Es ermöglicht das Tokenisieren auf jeden Fall von Assets. Ja? Also ihr werdet dann über IOTA Tokens erstellen können. Über Tokenization habe ich schon in meinem Was ist Panthos Video geredet. Da könnt ihr euch das auch nochmal genauer anschauen. Aber auf jeden Fall, es geht darum, dass ihr verschiedene Assets sozusagen in einen Token packen könnt. Ja? Das könnte von Real Estate, also Immobilien, Gold, ja, Datenstreams, wie wir es vorher schon gesagt haben. Oder auch zum Beispiel, ihr könntet euren eigenen Non-Fungible Token machen. Also Non-Fungible Token, kurz erklärt, ist ein NFT. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und das bedeutet einfach nur könnt ihr euch vorstellen, wie ein limitiertes Sammlerstück. Ja? Also wenn es jetzt eine Collector's Edition von irgendwas gibt und es nur fünfmal das eine oder fünfmal eine Serie von einem Bild gibt, dann wird die verkauft und auf der Blockchain festgehalten und jeder kann dann verifizieren, ah, dieses Image ist einmalig auf der Blockchain, also kann nicht wirklich geklaut werden. Ja. Genauso wie mit Videos etc. Also oder Songs, ja, also Songs könnten auch als NFT-Token und dann die Dividende, die der Song rauswirft, könnte dann an die Nutzer ausgezahlt werden zum Beispiel. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. IOTA arbeitet momentan mit der TU Wien und Panthos Team zusammen an Cross-Blockchain-Transfers über Atomic Swaps. Das würde jetzt zu tief ins Detail gehen, aber Atomic Swaps wurde damals von JL77 entwickelt. Der hat Komodo gemacht. Tolles System, kann man nur sagen. Wenn sie das wirklich hinbekommen und das Upgrade so läuft, wird halt viel möglich. Ja? Also Chrysalis ermöglicht dann auch wieder Smart Contracts. Smart Contracts, für die Leute, die Ethereum schon kennen, sind einfach nur feste Regeln, ja. Also ihr setzt ein paar Regeln auf und wenn die erfüllt werden, dann passiert halt das und das. Und das ist halt sehr praktisch. Kann man in allen Anwendungsbereichen eigentlich einbauen. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt ein Beispiel zum Beispiel, ja. Ihr wollt ein Crowdfunding machen, ja. Und das macht ihr in einem Smart Contract und schreibt es rein. Wenn ihr 100 Millionen erreicht, werdet ihr diese und diese und diese Projekte durchsetzen. Ja? Falls nicht, wird dann das Geld an die Leute zurück überwiesen, falls das Geld nicht zusammenkommt. Dann macht ihr Werbung für dieses Projekt. Solltet ihr es bis zu dem Zeitraum schaffen, die 100 Millionen voll zu kriegen, wird das Geld dann an die Projektstarter freigegeben und sie können ihr Projekt durchsetzen. Oder es wird kategorieweise nur freigegeben, je nachdem, welchen Punkt sie erfüllen. Also das kann man ja dann alles in den Smart Contract schreiben. Also die kann man extrem kompliziert auch aufsetzen.
Und falls die Summe nicht erreicht wird, dann wird einfach das Geld wieder an die Initialinvestoren zurück überwiesen, automatisch. Ja. So hat jeder die Absicherung, ja, okay, mein Investment ist nicht weg, es ist in dem Smart Contract, sollte es bis zu dem Zeitpunkt nicht ausgeführt werden, kriege ich mein Geld wieder zurück, automatisch. Ja. Natürlich sind Smart Contracts auch fehleranfällig, also da kommt auch immer sehr viel drauf an, wer jetzt auf dieser IOTA-Technologie aufbaut. Ja. Aber wir haben die Partner vorher gesehen, also wenn die alle loslegen, darauf aufzubauen, könnte schon viel dabei rumkommen. Ja. Ja, genau. Das war jetzt mal das Chrysalis-Update. Ich glaube, ich habe alles reingepackt. Falls ich was vergessen habt und ihr wisst es, dann sagt es bitte noch. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Jetzt schauen wir mal schnell in den Chart. Also jetzt gerade im Moment geht es steil bergab, aber es liegt gerade daran, dass der Bitcoin korrigiert. Also, aber vielleicht ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, um dann reinzugehen. Schauen wir mal. Also, das All-Time-High, glaube ich, war bei 5 Dollar um den Dreh. Und ja, wir hatten jetzt diesen Rise auf 1,59 und jetzt kommen wir gerade wieder unter die 1 Dollar. Ja, wie gesagt, nächste Ziele wären 90 Cent, dann die 75 Cent und dann das Schlimmste, was ich sehen würde, wären 47, 48, 50 Cent, sowas. Da würde ich dann persönlich, falls es wirklich so tief runter geht, würde ich persönlich da unten dann nochmal zuschlagen. Ja. Also ich glaube, wenn das Chrysalis-Update durchkommt, steht ihnen eigentlich viel offen. Mit den UTXOs wäre es dann auch möglich, den Koordinator abzuschalten und über Bitcoin zum Beispiel das Netzwerk zu sichern, indem sie die Transaktionen in ins Bitcoin-Netzwerk schreiben. Also mit dem neuen Update ist sehr, sehr viel möglich. Es kommt halt darauf an, nutzen Sie es, bauen Sie was drauf auf. Ich glaube schon. Ich denke, es dauert halt alles viel länger, als sich die Leute immer das vorstellen. Ja, wie gesagt, meine Targets, wo ich jetzt nachlegen würde, habe ich euch gezeigt. Also bei 50 Cent, wenn ihr noch gar nicht im Projekt drin seid, ist vielleicht jetzt der Bitcoin-Drop eine gute Gelegenheit, um nachzukaufen oder einzusteigen. Ja, muss man schauen, wie lang jetzt, wie tief der Drop geht. Ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr habt kurz IOTA erklären können, so die einen Kurzüberblick geben können. Falls ihr noch Fragen habt, haut sie einfach rein. Falls ihr noch Anmerkungen habt, ja, also falls ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen habe, bitte schreibt es auch rein. Wie gesagt, ich bin kein IOTA-Profi. Das nächste Video wird wieder ein Beantwortet die Fragen-Video und dann gibt es das Chainlink-Video. Und dann sind wir eh schon am Wochenende beim Bitpanda-Update wieder. So, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.